Israel hat seine Bodenoffensive im Libanon gestartet. Unterstützt von Luftwaffe und Artillerie zielt die Offensive auf Hisbollah-Stellungen nahe der Grenze. Die Ziele stellten eine unmittelbare Bedrohung für israelische Gemeinden in Nordisrael dar, heißt es von der israelischen Armee auf X. Zuvor ist die USA über die Operation Nordpfeil informiert worden. Unterdessen werden gleichzeitig etliche Raketen und Drohnen auf Israel weiter abgefeuert. Die Situation eskaliert mit hunderten Toten in den vergangenen Tagen und Tausenden auf der Flucht. Die USA warnen unterdessen den Iran vor einer Eskalation und betonen Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz droht mit weiteren Angriffen. Die Region steht vor einer ungewissen Zukunft. Eine Bundeswehrmaschine mit deutschem Botschaftspersonal und gefährdeten Staatsbürgern aus dem Libanon ist sicher in Deutschland gelandet. Laut Auswärtigem Amt wurde besonders gefährdetes Personal sowie Angehörige von Botschaftsmitarbeitern und deutschen Organisationen evakuiert.